Ja, hallo, ich bin Karin Uphoff, Initiatorin der Heart Leaders, einer Bewegung, die Unternehmen stark macht über die Menschen. Und wir haben heute hier bei dem Corporate Learning Camp eine Session angeboten zum Thema, was für eine innere Haltung brauchen wir in Unternehmen, damit Lernen möglich ist und besonders gut funktionieren kann. Und wir haben darüber diskutiert, brauchen wir noch Hierarchien oder was kann stattdessen kommen? Welche innere Haltung entwickeln die Menschen und wie kann ein Unternehmen dazu beitragen, dass eine Werteorientierung sich entwickelt, die dazu beiträgt, dass jeder den anderen in seiner Einzigartigkeit und in seiner Stärke eben wahrnimmt und schätzt und damit eben Innovationen und kreatives Arbeiten im Unternehmen wesentlich vorangebracht wird. Zum einen ist es so, dass ich mein Unternehmen so führe und Unternehmen begleite oder anrege, in diese Richtung sich zu entwickeln. Und wir haben das zu zweit gemacht. Meine Kollegin hat ein größeres Unternehmen mit 70 Mitarbeitern und ist gerade in dem Prozess und hat darüber berichtet, wie das bei ihr ist. Und es waren einige dabei, die sich schon lange damit beschäftigen. Und es hat eine sehr rege Diskussion gegeben. Kann man das von jetzt auf gleich umstellen? Welche Prozesse sind da? Wie sind auch die Erfahrungen der Mitarbeiter? Können die so einfach ad acta legen und dann ganz anders arbeiten? Wie kann man sie dabei unterstützen, diesen Weg auch zu gehen?